Jo, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Unboxing, nachdem ich echt lang kein Unboxing gemacht habe. Moin. Oh, man sieht mich hier sogar im Spiegel. Ja, wir unboxen heute das neue Hauptset. 2022 hier extra mit neuem coolen Messer, was ich aus der Arbeit geschnorrt habe. Und ja, wieder mit unserem guten alten Freund Yannick Moinzen. Blackbird. Moinzen. Der Storm, der noch nie mit uns ein Unboxing gemacht hat, ist heute auch leider nicht dabei. Weil der hat nie Unboxings gemacht und er traut sich nicht vor die Kamera. Nein, man könnte sein Gesicht sehen. Richtig. So läuft es bei ihm. Mach es auf. Diesmal habe ich nichts kaputt gemacht. Ich habe den Ruf, dass ich immer was kaputt mache. Egal was wir öffnen, ich mache immer alles kaputt. Die Bogen schon gezeigt? Hm? Die Bogen, die es dafür gab? Ja, die habe ich in meiner Box. Müssen wir später schauen. Ja, schauen wir nach. So. Kann man auch das so machen. Sieht man halt weniger. Sieht man mich mehr. Dann. Wie viele willst du? Mir egal. Machen wir die auf. Schauen wir mal, was rauskommt. Ja. Schauen wir mal. Extra habe ich mein. Ich habe extra meine tolle Spielmatte ausgelegt. Was viele Leute mal triggert, weil es eigentlich eine Fußmatte ist. Ich tue die mal höher schieben, damit es dann. Ja. Da legen wir einfach die drauf. Ja, kann man. Und dann. Weil es triggert viele Leute, weil es eine Fußmatte ist. Und manche Leute sehen es als Beleidigung, nur weil ich eine Fußmatte als Spielmatte benutze. Die ist genauso groß wie die anderen Spielmatten und das war's dann. Wie kostet das so viel? Also wie immer, du weißt ja, die die legen wir einfach mal unten hin, einfach mal in allen in den Farben. Die. Vielleicht ist auch bei dir da dran, oder was? Ja, legen halt so in der Dreierreihe da hin. Die sind ja nicht so dicht. Ja. Sind die Comments, die Leute können die auch im Ding nachschauen. Genau, die sind nicht so wichtig. Im Gatherer. Ich verlinke das eh immer. Okay, jetzt sind wir schon die. Ja. Die Uncommons, die zeigen wir mal vor. Gut. Also, was wir einmal gehabt haben, aber das ist Risen Reef. Krieg ich mal da her. Den Glutschlepper. Der kommt dann nochmal da. Zeit des Wachstums. Ein Luftelementar. Dann einen Flammenschwall. Und der grausame Auspeitscher, den. Sam und Frodo ja kennengelernt haben. Ja, das sieht fast so aus wie das der aus. Das sieht genauso aus wie bei Herr der Ringe. Ja. Dann habe ich die Leylinie des Überflusses. Ich glaube, die ist schon ein bisschen Geld wert. Tatsächlich. Dann. Die Rest lege ich da oben hin. Die Tasche des Tragens. Ah, oh. Eine Tasche, wo man was trägt. Das ist selten. Bag of Holding. Das ist selten sowas. Dann einmal eine Folie. Chandras Regulator ist auch eine. Rare ist. Tatsächlich. Ein erblühender Sand haben wir hier noch. Das Land, blicken wir rein. Land und Sand und einen coolen Soldatentoken. Die sind recht nice. Die und ein Wolf-Token. Die Token sind echt nice in diesem Set, ja. Auch echt drüber. So, nächste. Achani drauf, wo ist Achani drin? Genau. Du hast ja doppelte Karten, die lass mal weg. Also, die zeigt mir nicht mehr vor. Weil die haben wir schon gesehen. Ja. Die Regeln des Unboxing. Oh, jetzt sind wir schon bei Uncommons. Einmal entstellen. Ist recht cool. Würde ich auch jedes Set picken. Die Renaturierung, so. Moderante Renaturierung, ja. Scheiß Wort.
den Meisterbleifer. Der sieht recht cool aus. Chantra. Blitzwalker, aber nicht schlecht. Oh. Extra Platz. Dann den Vergeltungsstab. Der ist irgendwie scheiße. Wo lege ich die Artefakte? Ja. Ja, neu. Der Hoppeltrottel. Leg die dann doch so hin. Na, Feuer bleiben extra. Dann eine meisterliche Replikation. Dann habe ich einen Wald und einen Elementarwesenvogel. Der sieht recht nice aus. Donner Sippenerwecker haben wir hier. Und noch ein tolles Biss im Feuer. Oh. Scheiß Spielstein. Und der Huh. Da was richtig Gutes drin, Markus. Echt? Ja, das zeige ich euch wieder in die Kamera. Das ist wichtig. Was richtig Gutes. Ich habe einmal einen heulenden Riesen. Der muss sehr unglücklich sein, wenn er so heult. Der hat Reichweite. Oh, der ist 5-5. Wenn er ins Spiel kommt, macht er einen Wolf. Aber hier noch einen Leichenritter. Einmal ein Waldland-Champion. Wille der Götter. Muss hier keine Götter geben. Den Engel der Lebenskraft, der ist nice. Den habe ich zum zweiten Mal schon. Das Gold. Niederreiten. Goal. Und schon mal einen der besten. Vilis. Makler des Blutes. Ein verwesender Rigisaurus. Oh, der Ratch, sorry, habe ich es auch schon zum zweiten Mal. So, und jetzt kommt das Wichtigste. Wie blockt man denn richtig? Oh. Das ist gut, das muss man wissen. Ihr wisst, wie immer, bei diesen Reference Cards immer, jedes Mal, wenn ihr nicht wisst, wie man blockt, laut vorlesen und ganz langsam, vor allem, wenn ihr von einem Tryharder sitzt, der muss das ganz genau wissen. Das sind die Expertenregeln, vergesst sie nie. Ist wichtig. Kann man was dabei lernen. Eine Drachenmagier. Ein blutgedrängter Altar. Ein schwarzes Artefakt. Das ist trotzdem ein Artefakt. Das ist aber golden. Ja, wir legen halt einfach die dann immer wieder vorne hin. Dann einmal die sausenden Versänger. Ein Meteor-Golem. Die Gedankenverzerrung. Eine blutrünstige Luftakrobatin. Oh. Dann den Reiter der Morgenröte. Ein Käfig des Totengrabes. Das ist eins der schlechtesten Artefakte, glaube ich. Das Totengräber. Naja, die ist halt praktisch gegen Decks, die. Oh, und dann haben wir noch das Feuer. Und den Friedhof noch. Puls von Marus. Marusa, glaube ich. Voll. Der ist okay, weil die dir das Leben gibt. Was einen Friedhof auf die Hand gibt, das ist das voll. Okay, einen Ogre-Belagerungsbrecher. Dann habe ich einmal Niederreiten. Oh, schon wieder. Das haben wir gezeigt. Stimmt, das hast du gezeigt. Dann einmal den Hammer des Kolosses. Eine Ätherböe. Dann einmal den gehängten Scharfrichter. Den Scharfrichter. Mitreißender Wirbel. Sehr mit recht. Und das Wichtigste, ein Feuersumpf. Den haben wir, glaube ich, schon, gell? Ja, ich glaube, den Chandra Feuerspucker haben wir schon. Ende der Legion. Und nochmal.
Oh, nee, die hatten wir nicht. Nein. Nicht? Du bist jetzt immer viel das Neigstraße. Ich weiß. Also alle. So. Die lagen größer. Bist du jetzt zufrieden? Ja. Bis jetzt schon eine Mischung aufgemacht. Schauen, was da noch so kommt. Den haben wir schon gezeigt. Hol es von Marus. Marusa. Ja. Den haben wir noch in Folge gehabt. Den Diamantritter. Den hat man noch nicht. Wenn wir den Borkenhaut-Troll. Dunsten Blitzbote. Brackgeborener Meuchler. Dann den grausamen Auspeitscher, der war schon da. Raffinierte Symmetrie. Kaya, Zorn der Wildnis. Oder wie man die ausspricht. Kia wahrscheinlich. Kia, ja. Kikar. 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 Ja, ich habe ja noch einen. Ich habe noch dann in den letzten Post. Du hast einen schneller als du. Nee, ich habe glaube ich einen gekommen. Achso. Der Mord ist jetzt auch nur noch Kammern und nicht mehr ankammern. Das finde ich irgendwie interessant. Dann einmal den angesehenen Waffenschmied. Karls Dekret. Dann das Portal zur Zuflucht. Brutzler. Den Meteor-Golem wieder. Und einmal den Tempel des Triumphes. Wolfsreitersattel. What the fuck? Ein grünes. Und zurückbringen. Ich bring dich zurück nach Hause. Bringt es zurück nach Hause telefonieren. Rachsüchtiger Kriegshäuptling. Aber den losgerissenen Berserker, ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Mein faltiger Schlüssel. Da ist ziemlich viele Artefakte drin bei mir. Lehmboden-Schamane. Den loyalen Pegasus. Eine Ahnenklinge. Und einmal die Weltenreinigung. Nicht interessant. Rakuset Schlund der Flammen. Oh, der Drache, der ist geil. Und die wird gefickt, fast. Aber ich habe eine Spinne, die hat den Drachen gefressen. Ganz normal. Passito. Ganz normal. Despacito. Despacito. Schleier des Hammers. Ein Spitzenfechter. Einen kriechenden Pfadbrenner. Himmelsritter Vorhut. Oder Vorhaut. Vorhaut. Die Maske der Verbrennung. Verwüstendes Brontodon. 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 Eine gefräßige Hydra. Ein Agent des Verrats. Oh. Finde ich immer ganz gut. Und einmal ein Erscheinungsfeuer. Mit dran denken,
In die Person, das ist immer eine Fee. Also das unterste Boost hat immer eine. Das düster Mondvampir. Beschwernis bei Berti. Ein lichtstrahlender Adler. Gelehrter der Zeitalter. Todbringende Umklammerung. Handschuh aus Licht. Du hast recht. Einmal Jaroks Wellenschmetterer. Mu Yaling, die Himmelstänzerin oder sowas. Oh, Mu Yaling. Dann wieder den Agent des Verrates, liegt da oben hier. Und dann einfach ein Lilienbrand im Feuer. Jetzt habe ich schon zwei Planeswalker. Buch und das Elementar. Blut für Knochen. So. Zwischen einmal den himmelsblauen Skeeter. Der Mustersucher. Nochmal eine Maske der Verbrennung. Den Hoppeltrottel, den hatten wir schon. Ritter der Ebenholzlegion haben wir noch. Und einmal Leylinie der Verbrennung. Die ist interessant. Und du weißt, da muss jetzt eine Fiktion sein. Ja, aber sonst haben wir davor schon eine. Sonst beschweren wir uns bei Berti. Haben wir davor schon eine drin. Den haben wir schon. Den Blutschlepper. Hüte der Insel Evers haben wir hier noch. Hier rollt in der Sonne. Wachwurzel-Elementar. Dann entfesselte Wut. Kryptische Höhlen. Und ein Flammenschwall im Feuer. Und nochmal ein Enchantress Regulator. Aber diesmal nicht voll. Keine Mythic. Keine Mythic. Schön was. Was darf ich jetzt? Zurückgeben, das ist gut. Also die Mythic sind einfach mal weg. Schau doch mal. Dazu muss man einfach was anderes rein. Ja. Immer den Brockenhaut rollen. Jarok, Fenklaure. Ein Leichenritter. Einmal Rechtsstaatlichkeit, interessant. Und den Nachtrudel Laura. Wie sehe ich mit dem Biss aus? Schutzeinband. Der Schutzeinband. Ja. Der Schutzeinband für ein Buch, sehr wichtig. Und den Tempel des Sichtums. Ich habe es schon zweimal. Echt? Zweimal denselben? Ja. Einmal den Tempel des Triumph und den, weil ich die aus dem letzten Preview Pack, das ich aufgemacht habe, ausgeführt habe. Kannst du einmal verkaufen? Nö, ich behalte die viermal. Den Ogre Belagerungsbrecher, den hatten wir schon. Drachenmagier? Den nicht? Den hatten wir schon. Haben wir schon? Apostel des reinigenden Lichts. Ein Totengräber. Die Macht der Massen. Tempel der Eingebung. Flammenspeier hatten wir schon. In Feuer. Und eine blendende Aegis in Feuer. Aufseher aus Stahl. Oh, der ist nice. Der kommt in das Artefaktik, weil der ist okay. Ja, okay. Aber auch nur, wenn man Artefakt spielt. Das wäre gut. Die hatten wir schon, die Ätherböe. Wir haben einen Wuchernden, das Elementar. Erwachtes Riff. Das hatten wir auch schon. Ja. Einen zaubergebundenen Licht. Diamantritter hatten wir auch schon. Den Short Summoner, den hatten wir schon. Und einmal Flut aus Tränen.
Verkörperung des Schmerzes haben wir hier noch. Bringt der wieder abfliegen, Todesbirne. Können für jede unterschiedliche Mana-Kosten unter dem nicht klappen. Oh. Und den rachsüchtigen Kriegshäuptling. Der sieht aus wie Garrosch. Und die Verkörperung der Schmerzen. Der ist mal. Der ist okay, wenn du Fight Color spielst. Ja. Heulende Riese. Den hatten wir schon. Ja, oder? Okay. Hier rollt in der Sonne. Ein folgendes Käfer. Hier wird blauen Skeeter. Ein Jarox Venture, den hatten wir auch schon. Den Sattel haben wir auch. Mystische Schmiede. Leyline der Heiligkeit. Du hast lustige Alter, okay. Oh, Dixe auf. Ja. Ich glaube, wir haben schon. Wie viele Müffels haben wir jetzt schon aufgemacht? Ich weiß gar nicht. Wie viel mit der Vorhut? Vorhaut hatten wir auch schon. Der spektrale Seemann. Die Ahnenklinge. Oh, wir haben noch einen Müffel. Reiter der Dornen. Oh. Der ist nice. Dann haben wir den lichtstrahlenden Adler. Den hat man schon. Entfesselte Wut hat man auch. Die Gedankenverzerrung eben auch. Und Herbeiträume. Und jetzt kommt es aufs Eingemachte. Letzte Booster. Wichtigste Booster. Muss was Gutes drin sein. Düstermundpapiere? Hat man noch nicht. Eisenwurz, Kriegsfürst. Ein angesehener Waffenschmied. Waldland-Champion, den hatten wir schon. Die Gelbkassette der Tempel der Geheimnisse. Was? Und einmal Golos, unermüdlicher. Und wir haben noch Antifizieren im Feuer. Okay. Ja, das war's dann. Dann war's das. Interessante Ausbeute, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Da hatten wir ihn hier. Alle Mifix, oder? Ja, würde ich mal rausnehmen. Ich glaube, da waren gar keine drin. Dann sie hier. Die Wu Yang Ling. Da waren auch keine drin. Da war schon klar, da war, glaube ich. Dann den Keycard. Da habe ich schon geschaut. Echt im Blau schon? Kann ja nichts, das ist ein Widerstoßen. Da auch schon, da auch schon. Da war ja auch nichts mehr. Ich glaube, es gibt glaube ich, mal keine Artefakte für. Nee. Okay. Okay, dann war es das. Die 4. Da, jetzt werden die Hunde wieder. Nochmal einmal auf die oder so. Sehr sexy Händen. Das war die ganz große Ausbeute. Und da sieht man noch neben dem Cola-Glas. Beste. Trink, oder? Aber mit Zucker? Ohne Zucker schmeckt das scheiße. Ich nicht. Natürlich die ganzen Foils. Das ist ja das Wichtigste eigentlich. Nicht das andere kann man wegschmeißen, aber Foils muss man auch. Die Foils behält man immer. Die anderen zerreißt man alle. Oder isst man? Die Foils, genau, die isst man dann alle auf. Grüße an den, der es weiß, was er gemeint worden ist. Ja.
Grüße an unseren besten Freund, der hoffentlich heute mit auch beim Pre-Release ist. Ja. Und vielleicht diesmal keine Pizza austragen muss. Und ja, das war's dann mit dem tollen Unboxing. Vielleicht machen wir noch mal ein zweites irgendwann. Ja, vielleicht. Von deinem Display. Ja. Und man sieht sich dann in den nächsten Videos. Man sieht und hört sich.